Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide. Und zwar machen wir heute die Abendrotwacht. Der erste Heavensward Dungeon. Ich hoffe, ich kann euch hiermit ein bisschen helfen. Und ja, habt Spaß. So, hier ist auch schon unsere erste Gegnergruppe. Eine Dreiergruppe, die wir hier einfach mitnehmen können, ohne Probleme. Hier links sollte ja, ihr nicht stehen in der Lawine. Hier am Ende kommt dann nochmal ein Gegner. Hier könnt ihr dann auch schon das erste Mal stoppen, wenn ihr möchtet. Denn die Gruppe hier, die Vierergruppe dann insgesamt, sollte dann einfach zu besiegen sein. Weiter geht's dann mit der nächsten Gegnergruppe, mit der nächsten Dreiergegnergruppe. Hier haben wir dann einen Bomber dabei, der hier aber auch nichts mehr speziell kann. Die könnt ihr hier auch alle drei besiegen. Ihr könnt auch die erste Dreiergruppe und den großen Gegner bis zu der Dreiergruppe ziehen, wenn der Heiler gut genug ist. Und dann könnt ihr die auch, ja, alle sieben auf einmal besiegen. Auch das ist natürlich möglich. Wenn ihr die Dreiergruppe besiegt habt, kommt hier nochmal einer, ein Gegner, den ihr nicht vergessen dürft. Gerade als Tank solltet ihr ihn an euch nehmen. Zieht ihn weiter bis zur nächsten Dreiergruppe. Und ja, besiegt auch die. Und dann geht's auch schon zum ersten Boss gleich. Wenn ihr die vier Gegner besiegt habt, kommt noch so ein schönes Monster. Vergesst hier nicht, den Schlüssel hier aufzusammeln, beziehungsweise den Hebel, um den Weg zum Boss frei zu machen. Und hier sind wir dann auch schon beim Boss. Und los geht's mit dem ersten Boss. Der erste Boss ist der Olifant. Und ja, es gibt ein bisschen was zu beachten, was wir hier machen können. Die erste Fähigkeit ist Aufbäumen. Hier lauft ihr einfach raus. Es wird ein zufälliger Mitspieler ausgewählt mit einem Marker, der anvisiert wird und auf den wird hier auch die wollige Inspiration angewendet. Dieser Mitspieler wird angezogen vom Boss und wird dann auch in die Höhe geschubst. Hier sollte auch keiner mit im Weg stehen, das ist wirklich nur für den einen gedacht. Das Ganze passiert nochmal, nur dass diesmal ein Kolossgalopp aktiviert wird vom Olifanten. Hier könnt ihr euch als Tank zwischen dem Mitspieler und den Olifanten stellen, damit nicht ganz so viel Schaden auf den Mitspieler eintrifft. Könnt ihr aber auch lassen, wenn der Heiler das Ganze gut genug heilen kann, dann sollte auch das überhaupt kein Problem sein. Prähistorisches Tröten ist im Prinzip nur ein AOE-Effekt, der auf alle Mitspieler geht. Also hier muss der Heiler einfach auch nur heilen. Hier sieht man schön, dass man nicht in der Nähe stehen sollte bei dem ersten, denn das schleudert den anderen Spieler auch gleichzeitig mit hoch. Das sind auch schon alle wichtigen Informationen zum Olifanten. Wenn ihr das befolgt, sollte auch schon der erste Boss liegen und es geht weiter zum nächsten. Hier haben wir wieder eine Zweiergruppe, die wir mitnehmen können. Schön. Hier unten ist dann noch eine kleine Flamme, das ist der dritte im Bunde. Auch den nimmt einfach mit. Hier in dem großen Gang müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier können sehr schnell sehr viele Gegner spawnen. Deswegen bleibe ich hier meistens am ersten Punkt stehen. Wenn ihr weiterlaufen würdet, könnt ihr noch mehr Gegner pullen, wenn ihr möchtet. Aber das ist natürlich euch überlassen. Weiter geht's dann mit der nächsten Gruppe hier in dem Gang. Die Gegner spawnen wieder ganz einfach. Und ihr könnt auch hier erstmal nicht durchlaufen. Hier wird ein Schlüssel benötigt, der wird dann auch gedroppt von einem der Gegner hier.
Das heißt, hier erstmal alles schön zusammenziehen, alles besiegen und dann sollte auch das kein Problem sein. Wenn ihr den Schlüssel aufgesammelt habt und hier durchgeht, passt auf, gleich hinter dem Tor befinden sich zwei Gegner. Nehmt die also gleich an euch, wenn ihr der Tank seid. Das ist wirklich sehr wichtig, weil die kann man leicht übersehen. Hier in dem, in der Vorhalle hier spawnen auch noch ein paar Gegner. Wenn ihr diese besiegt habt, spawnen nochmal ein paar. Auch hier wird dann wieder ein Schlüssel fallen gelassen, den ihr nutzen könnt, um zum nächsten Boss zu kommen. Juhel Merik ist der zweite Boss hier im Bunde. Sein erster Zauber wird ein Tumulus sein, ein AOE um sich selbst, da müsst ihr einfach rauslaufen. Danach kommt ein Cast, der ein AOE Flächenschaden ist auf alle Mitspieler und gleichzeitig spawnen Adds. Die Adds sollten schnellstmöglich besiegt werden, weil die können auch sehr schnell sehr viele werden und machen auch dementsprechend sehr viel Schaden. Passt hier also ein bisschen aus, also jeder jedes Hirngespinst spawnt neue Adds, die sehr viel machen. Die Todesspirale ist auch eine sehr schöne Technik von ihm. Ihr müsst beim Boss stehen am besten, denn alles außerhalb diesen kleinen Kreises, ein Donut AE, wie man auch so will, wird bekommt Schaden ab. Die Adds machen sämtliche Fähigkeiten, also passt hier bisschen auf, besiegt am besten auch zuerst die Caster Adds, also die auch unter Umständen heilen können tatsächlich, denn die sind mit am gefährlichsten bzw. mit am schlimmsten. Aber wenn auch das alles befolgt wird, dann sollte auch das hier alles kein Problem sein. Weiter geht's auch schon mit den nächsten Gegnergruppen. Wenn ihr hier am besten alles zusammenzieht bzw. weiterzieht, könnt ihr hier einer Sache entgehen und das ist die eisige Kälte. Denn wenn ihr hier in den Vorraum geht, dann habt ihr den Debuff nicht oder könnt ihr nicht abbekommen, was sehr schön für die Heiler ist. Also macht das auf jeden Fall. Die Gegner hier sind nicht schwer, also die kann man leicht zusammenziehen. Einzig diese Pflanze ist ein bisschen schwierig da rumzuziehen, denn die macht immer Fernkampfschaden. Aber auch das sollte kein Problem sein und die sollten gleich besiegt sein. Hier haben wir dann nochmal eine Dreiergruppe mit Eishexagonen. Auch die sollten schnell möglichst besiegt werden. Es kommen ein paar kleine Adds hier noch zwischendurch, aber auch die sollten kein Problem sein. Wenn ihr die Adds besiegt habt, passt ein bisschen auf. Hinter der Tür, je nachdem wie schnell ihr seid, könnte dieser Wolf auch gleich stehen. Also er könnte euch gleich angreifen. Ansonsten nehmt ihn einfach mit und wie vorher schon, zieht am besten die hier ein bisschen weiter bis zu den Hexagonen. Und hier kriegt er leider diese Eiseskälte ein bisschen ab. Das heißt, der Heiler muss hier ein bisschen gucken, dass er das Gehalt kriegt. Im Notfall zündet ein paar Cooldowns als Tank und dann ist auch das hier überhaupt kein Problem. Und wenn auch die Gruppe hier besiegt ist, dann geht es auch schon straight zum Endboss. Hier durch die Kapellentür durch und dann geht's auch schon los. Opinikus ist in der Abendrotwacht unser Endboss. Ein schöner Greif, der es aber auch in sich hat. Zuallererst wird die Gletscherluft gecastet, die geht auf einen zufälligen Mitspieler, also hier passt auf, dass er nicht drin steht. Danach wird ein freier Fall gecastet
Der geht auch auf einen zufälligen Mitspieler, der hier einfach ja ein bisschen Schaden abkriegt. Danach wird Windkäfig gecastet. Das ist ein Zauber, wo die ja, Steine hier ringsrum interessant werden. Ihr müsst euch hinter den Stein stellen, damit ihr nicht angezogen werdet. Nicht so wie ich hier in dem Playthrough, der es nicht rechtzeitig geschafft hat. Also geht frühzeitig hinter den Stein, damit ihr nicht in den Wind gezogen werdet, denn wenn ihr drin steht, kriegt ihr einiges an Schaden ab. Der Boss castet auch von Zeit zu Zeit Winterwinde. Winterwinde sorgt dafür, dass alle Steine zerstört werden, die aktuell auf dem Feld sind. Aber keine Angst, die Steine spawnen immer wieder nach. Aber passt auf, dass ihr nicht in dem AOE-Flächenfeld von den Steinen steht. Und wenn ihr auch die Sachen hier alle befolgt, dann sollte auch Opinicus kein Problem sein. Das war's auch schon mit der Abendrotwacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von dem Dungeon, ein bisschen helfen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Besucht mich doch auf Twitch, wenn ihr live dabei sein wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dahin, ciao, ciao.